Huch. Ein leichtes Unterfangen. Früher konnte man den Clavering Boulevard hoch. Das ist nicht mehr so einfach. Die Hälfte der Stadt hat die Seuche geholt. Die andere kämpft um das, was übrig ist. Die Stadtwache kontrolliert noch immer die Hauptstraßen und sie hat diese Lichtwände aufgestellt. Wer da durchläuft, verbrennt sofort zu Asche. Alles, was nicht von der Stadtwache kontrolliert wird, gehört den Banden. Und dazwischen leben da noch richtig schräge Vögel, so wie die Luckengräfin. Man sagt, sie sei verrückt. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Liegt ganz bei Ihnen. Ja, und da es bei uns liegt, werden wir uns dann dem einfach mal annehmen und Husa. Ja, muss mich hier ganz kurz an die Steuerung gewöhnen, jetzt ein paar Tage vergangen, seit ich letztes Mal Dishonored gespielt habe. Und ich habe ein wenig Feedback bekommen, unter anderem von Freunden, und die haben gesagt, durch die Gegend schleichen ist ein bisschen langweilig. Also werde ich dem nicht nachgehen, sondern werde jetzt hier ein wenig meucheln. Und zwar so. So, mein Freund. Hallöchen, Hallöchen. So. So. Der geht erstmal, der scheidet jetzt erstmal kurz dahin. Ja, jetzt bewegt er sich auch nicht mehr. Oh, Zivilistin. Zivilisten sollte man bei Möglichkeit. Oh. Ja, genau, einfach nur ein bisschen strangulieren. Und. Oh. Achtung, Bürger von Dunbar. Nicht gut. Folgende Geschäfte wurden aufgrund von ja, dann legen wir die einfach mal hier hin, so. Fräulein. Und zwar, weil das, glaube ich, schlecht ist, so wie ich es gehört habe. So. Der sollte uns auch nicht bei Möglichkeit sehen. Also werden wir jetzt einfach mal hinter ihm ein wenig schleichen und dann werden wir. Dies ist eine besondere Bekanntmachung unseres ehrwürdigen Lordregenten. Hier spricht der Lordregent. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Mit Bedauern gebe ich bekannt. Ja, los. Dass mein Dienst als Lordregent bis zum Ende des Monats der Ernte und möglicherweise darüber hinaus. Ja. Und was zum. So. Außerdem. Oh. Nee, niemand da. Die Aufseher des Jedermannsordens weiter im Dienste des Staates. Tja, dann. Ich muss da. Was macht die denn da oben? Was ist hier die Lumpengriffin? Wow! Wo ist sie denn jetzt hin? Das haben wir doch schon im Intro gesehen, dass da irgendwelche Typen ist. Und hier oben ist du, also müssen wir wahrscheinlich hier unten gehen. Welche Vöglein? Entschuldigung? Entschuldigung. Hallo? Oh, sie ist blind. Du bist mein geliebter Ehemann? Nein. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Hast du meine kleinen Vögelchen gesehen? Die lieben Kleinen müssen ohne ihre Lumpengräfin am Verhungern sein. Hier, Vögelchen. Hier. Was hat sie denn? Du meine Güte. Schon wieder so viele Herren, die nach mir fragen. Aber nicht wie früher, nicht die Netten. Ich höre sie. Und sie sind auch nicht einmal sehr höflich. Lumpengräfin, Lumpengräfin, lass uns rein. Na, irgendwann werden sie verschwinden, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Was für eine Plage. Hier ist der Schlüssel zur Haustür, Liebchen. Du kümmerst dich um diese Rüpel, nicht wahr? Gut, dann werden wir uns die dann einfach mal annehmen. Wir gucken erstmal noch vorher, da Knochenartefakt, da, dann Rune und. Mensch, ich bin glücklich. Hier gleich? Tatsächlich. Nehmen wir uns doch. Zu schön verpackt. Sei vorsichtig, Corvo. Sie nennen sie Lumpengräfin. Du würdest ihren wahren Namen oder den ihrer Familie nicht kennen. Aber ein Kaiser bettelte einst um ihre Hand, während reiche Jünglinge um ihre Gunst kämpften. Ich sah, wie sie prüfte. Ihren Wert abschätzte, für nicht gut genug befand. Dann traf sie eine andere Entscheidung. Du bist unterwegs, um dich mit dem Oberaufseher zu treffen, dem Anführer eines großen Kultes, der mich von ganzem Herzen verachtet. Was wirst du tun, frage ich mich. Ihn meucheln.
weil... Oh, ja genau, wir können ja Kräfte erwerben. Wir haben 2 Runen. Ja, Vitalität, Blutdurst. Hab mir sagen lassen, Zeit verlangsamen ist ein absolut geiler Skill. Ebenso wie Blutdurst. Aber ich denke mal, Blutdurst ist erstmal besser. Baut Adrenalin auf und ermöglicht natürliche Nahkampfschläge. Also das heißt, da powern wir da mit unserem Schwert richtig durch. Und das verlangsamt natürlich die... verbraucht aber natürlich sehr viel Mana. Also können wir nicht oft einsetzen. Ich nehme einfach mal hier den Blutdurst. Ja. Dann nehmen wir das einfach mal. Gut. Weil wir uns jetzt eh hier um die Herren Gesangsverein kümmern müssen. Ich hab... Ach, das ist ja scheiße. Ich hab gar keine... Gar keine Springminen. Ich guck mal, vielleicht sind hier irgendwo welche. Eventuell. Ich hab jetzt gerade hier so die Hoffnung. So. Betäubungsbolzen. Schon mal nicht schlecht. Nee. Leider nicht. Gucken wir durch. Meine Kehle ist so trocken wie eine Wüste. Hat 80 Jahre gewühlt. Die muss was gefunden haben. Die waren immer schon links. Oh, fuck. Warte mal. Ach du Schande, ich weiß gerade nicht mehr, ich wusste gerade nicht mehr, wie man sich heilt. War gerade ein bisschen, ja, letzter Speicherpunkt, genau. Ich hoffe, dass der jetzt hier irgendwie... Aber wir sollten öfter speichern in dem Spiel. Okay, gut. Die, hier. Ich fürchte, die Kleinen sind heute traurig. Ach, Mensch, da gehen wir noch kurz hier hin. Speichern wir danach nochmal. Ja. Haben wir schon gesehen, ein Glück kann man die Cutscenes überspringen, bla bla bla, laber nicht, bla bla bla, laber nicht. Geht doch, so, und jetzt holen wir uns... Wir holen uns einfach mal Zeit verlangsamen. Ich hab's ja gerade gesehen, das hat nicht so gut hingehauen. Weil man auf... Einfach viel zu schnell stirbt, ne? So. Dann... Machen wir hier die Betäubungsbolzen. Das hier, das hier. Das hier, brauchen wir nicht. Was ist das? So. Ah, das ist, glaube ich, die Bandbolzen. Mal gucken, mal ganz kurz. Zeit verlangsamen. Wir holen dein Geld, Großmutter. Ich finde dich schon noch. Da bist du ja. Du kennst wie ein Schulmädchen. Das wird wehtun. Verdammt, warte, ich weiß gar nicht mehr, wo man sich hält. Ja, glaube ich. Ach, ein Glück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Würde ich das essen wollen? Ja, das würde ich in der Tat. Oh, ey. Unglaublich behindert. Ernsthaft. Schwierig. Und ich rede gerade noch von, ja, wir spielen sehr schwer auf Metzelei durch, ja? Ich bin ja wirklich bekloppt. Oh, mein Lieber, ich wusste, das spiele ich, die spiele auch immer auf Hardcore, ja? Gehobelten Rabauken helfen würdest, mein tapferer Held. Guck mir nicht so an. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Ich habe doch gar nicht Geburtstag. Ich bekam es vom Outsider und jetzt gebe ich es dir. Nur zu, es ist oben. Auf der Kommode. Du wirst damit eine feine Figur schnitzen. Weißt du noch, wie wir früher tanzten? Unsere Feiern waren großartiger als die im Hause Boyle. Jeder wollte eine Einladung. Also eins muss ich sagen. Sie hat einen Knall. Aber ich muss auch sagen, die gibt uns Runen. Und das ist doch nie schlecht. Dann können wir uns ja nicht Vitalität kaufen. Ich hoffe, dir gefällt das kleine Geschenk, das ich dir geholt habe. Das ist das Mindeste, was ich dir für deine Hilfe geben kann.
Ich kann diese Bottle Street Kinder nicht ausstehen. Rohlinge, jeder von ihnen. Faules Obst. Und dieser Slackjaw ist der schlimmste von allen. Da fällt mir ein, du kannst noch etwas für mich tun. Noch einen Gefallen. Und ich gebe dir noch ein Geschenk. Hört sich gut an. Noch eine hübsche Rune, aus den Knochen eines toten Wals geschnitzt. Du erinnerst dich an meinen Arzt, mein Lieber? Dr. Galvani. Was für ein schlauer Mann. Er hat alle möglichen Ratteninnereien und Krankheitserreger in seinem Labor. Wäre es nicht schade, wenn etwas davon in die Elixiervorräte der Bottle Street Gang gelangen würde? Verdient hätten sie's. Kümmere dich darum, Lieber. Ich finde noch ein Geschenk, so schön wie das erste. Galvani wohnt auf dem Clavering Boulevard. Jedenfalls früher. Das waren noch Zeiten. Und jetzt los. Meine kleinen Vögelchen haben Hunger. Meine Schätzchen. Ich hätte echt einen Rat ab. Aber egal, für eine Rune machen wir doch alles. Sie sind scheu. Du musst gehen, sonst kommen sie nicht. Ja, denke ich doch mal auch. Yeah. Einfach mal kurz können. Und zu. Nom. Oh, gut, nee, das kann man nicht drin. Das ist ja Walöl. Ich hab Trottel, der außer mir hier will, ein Walöl essen, ja. Dum. Verlangt nun mal ihren Teil. Also greif in die Taschen, rück das Geld raus. Genau. Na, auf geht's, Ochsenblut. Hä? Ist da jemand? Los, Rattengesicht. Ich will hier raus. Entschuldigen Sie? Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Naja, man muss halt sich anpassen, ne? Flasche! So. 5er Münzen. Gucken wir nochmal. Besser Geld als kein Geld, ne? Oh, Mensch. Knochen, ja, wissen wir alles. Wissen wir alles. So, können wir wieder kurz Stopp machen und dann, ja. Oh, geologischer Bericht. Nehmen wir. Weg mit dir. Oh, mach egal. Da war ich schon tot. Nehmen wir. Ja, der war eh schon tot. Ja gut. Kann man es stundenlang machen, aber... Wir gucken erstmal, was wir hier Knochen-Artefakt haben. Kräfte... haben eine Rune. Ich würde wirklich sagen, wir gehen auf Vitalität. Das kann nicht schlecht sein. Ja. Oh. Besser eine geringe Wahrscheinlichkeit als gar keine, ne? So. So, nehmen wir dem hier erstmal. Huh? Was denn? War da gerade irgendeiner? Was? Hä? War der hier noch drin? Nee. Ich weiß nicht, wo der ist. Ernsthaft? Das ist. Ach, egal, das ist eklig.
Hä? Oh, hier kommen wir gar nicht durch. Muss man natürlich einen anderen Weg suchen. Ja, natürlich jetzt hier nicht irgendwie über direkt einen Weg jetzt hier zur Wache führt. Ach, Spack, jetzt bleibt er nicht stehen, ey. Ganz ehrlich, dann schleiche ich einfach mitten durch. Oder ich gehe da hin. Das ist auch eine Variante. Jetzt versuche ich einfach mal hier hochzukommen. Da hoch? Ne, da hoch. So. Dann gehen wir hier hoch. Genau. Bravo, Corvo. Bist ein Juter.